Hi Leute, ich bin's Tim und ich soll ach, nochmal. Hi Leute, ich bin's Tim und ich soll euch heute was Wichtiges erzählen. Wie stehe ich morgens auf? Wie starte ich in den Tag hinein? Ganz einfach, ich schaue mir 50 Kilo Mastun rein. Ich bewege so viel Gewicht, das haut die Leute vom Hocker. Und nach dem Mastun fresse ich noch 3 Doppelwobber. Im Studio habe ich heute den Latturm von der Wand gerissen. Danach haben sie mich dann rausgeschmissen. Bald schon, das ist sicher, stehe ich in New York. Aber erstmal freue ich mich auf den neuen Drop von Rosvitas Shop. Kann ich jetzt endlich weiter fressen? Machen wir das Ding jetzt noch rein, dann geht's gleich los. Bis gleich. Fleisch kommt Bert Rutkowski nicht in den Einkaufskorb. Eine eiserne Regel für den, der sich schon in Kindertagen von totem Tier auf seinem Teller verabschiedete. Wir haben hier was Leckeres gekauft. Mastun. Das schon ein bisschen vorgewürzt ist, schon vorgekocht ist. Verzehrfertig in der Verpackung. Einpacken, aufreißen, essen. Kostet mich nichts und viel hilft viel. Entweder naturbelassen oder halt auch pikant. Ein paar Bohnen. Mag ich so ein bisschen in Zweifel stellen. Es kam der Tag, seitdem er ganz auf tierische Produkte verzichtet. Was das für einen Sinn hat, habe ich schon nie verstanden. Jeder weiß ja, Fleisch ist geil. Je mehr Fleisch, je besser ist es für den Körper aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Honig, Milch, Eier kommen für ihn nicht in Frage, damit möglichst kein Tier für ihn leiden oder sterben muss. Ich verstehe das auch. Ich bin sehr, sehr tierlieb. Ich kann kein Tier was zuleide tun. Aber ich habe am Tag 500 Kilo Fleisch gegessen. Hier 30 volle Eier frisst, ist es auch gar nicht schlimm, das Cholesterin. Also ich bin ja irgendwann mal mit 10 Jahren darauf gekommen, dass es nicht schön ist, Tiere zu töten für Fleisch und so weiter. Und bin dann Vegetarier geworden, dann später Veganer. Wie bei den gleichen Arschlöcher. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Und irgendwann fiel mir halt auch auf, dass es nicht gut ist, Pflanzen zu töten für Lebensmittel oder auch für Möbel und so weiter. Deswegen habe ich dann beschlossen, auch keine Pflanzen mehr zu töten, also Frutarier zu werden. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich kapier's nicht. Allein der Begriff. Da scheißt ihr euch in die Hose. Was bleibt denn? Was darfst du essen? Äpfel, Birnen oder Kirschen oder Paprika vom Strauch. Ein Apfel. Hä? Was ist der Sinn, einen Apfel zu essen? Es bedarf Protein, Ultimate Nutrition, Glutamin. So you have everything you need for your muscles. Also für mich ist es so, keine Pflanzenteile, wo halt die Pflanze auch sozusagen rumkommt wie ein Kohlkopf. Da muss ich mir teilweise auch Gedanken machen. Man muss halt sich auch immer ein bisschen Gedanken machen beim Einkaufen. Wir haben jetzt hier eine Variation genommen, ohne Öl. Einfach Thunfisch, 500 Milliliter warmes Wasser, Salz, Pfeffer dazu, mixen, trinken. Leichter geht's ja nicht. Was willst du noch machen? Also ich denke mir, durch ausgewogene frutarische Ernährung kriegt man auch alles. Falsch. Das stimmt nicht. Wie willst du denn Muskeln aufbauen, wenn du niemals Mastun frisst? Ich mache das nun schon seit über 14 Jahren. Ist scheiße, ja? Was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin seit über 18 Jahren vegan, seit über 30 Jahren Vegetarier. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich lebe noch und fühle mich gut und sehe sicherlich nicht irgendwie schlecht aus. Weiß ich nicht. Wer scheiß arm hat, sieht scheiße aus und dementsprechend sieht scheiße aus. So ist das. Und jetzt wollte ich euch noch was sagen. Ich habe mir viele E-Mails von euch durchgelesen, um zu wissen, was euch interessiert. Und bin zum Entschluss gekommen. Zwei Worte schwer und falsch, ja? Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Snickers?